Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Bitwig-Tutorial. Es geht in dieser Serie der Modulatoren weiter mit den Expressions. Was das ist und wie ich das anwenden kann, das zeige ich euch jetzt. Legen wir los. So, ich habe hier mal wieder ein Polysynth in Standardausführung geladen. Das kann ich nochmal machen, hier mit Load Default Preset. Das Ding hört sich ungefähr so an. Zur Dramatik habe ich jetzt einfach nochmal ein Delay 2 in Standardausführung dazu gepackt. Dann klingt das mal so. Ist doch irgendwie netter mal zum Hören, statt nur trockenen Sound. So, ich will einen Modulator hinzufügen. Da stelle ich sicher, dass hier diese Plusleiste geöffnet ist. Öffne die Auswahl, das Auswahlmenü und möchte einen Expressions-Modulator hinzufügen. Warum ich den hinzufügen will? Ganz einfach, weil ich habe an meinem MIDI-Controller oder wenn ich Automationen einzeichnen will, möchte ich so Sachen wie Velocity, also Anschlaglautstärke oder Pressure, auch Aftertouch oder Release oder Timbre einstellen. Ich habe jetzt an meinem MIDI-Controller nur die Möglichkeiten Velocity und Pressure zu benutzen. Den Rest müsste ich jetzt einfach hier auch einmalen. Aber an den beiden Beispielen kann ich ganz gut zeigen, was ich mit diesem Expression-Modulationstool mache. So, also mein Standard-Sound wird jetzt so klingen. So, und ich möchte jetzt die Velocity einstellen. Das heißt, der Sound soll sich verändern. Ob ich jetzt einen Sound leise oder laut anschlage, soll sich unterschiedlich anhören. Dazu muss ich aber beachten, dass der Polysynth standardmäßig, das sieht man hier unten, die Velocity auf 0 stehen hat. Das heißt, im Moment ist völlig egal, wie hart ich auf die Tasten draufhaue. Es wird nicht viel passieren. Deshalb muss ich das hier erst hochstellen. So. Jetzt merke ich schon, wenn ich leise drauf drücke, dann ist der Ton leise. Wenn ich stärker drauf drücke, ist der Ton laut. Um das ein bisschen zu veranschaulichen, schalte ich hier mal On-Screen Keyboard an. Dann sieht man das, je kleiner der Punkt ist in der Mitte des Bildschirms hier, je kleiner der Punkt ist, desto sanfter drücke ich die Taste und je größer der Punkt ist, desto mehr hämmere ich auf die Taste ein. So. Und wenn ich jetzt zum Beispiel den Aftertouch, also Pressure in dem Falle, benutze und ich schlage jetzt einen Ton an, wird der so halbdurchsichtig gehalten. Wenn ich stärker drauf drücke und wieder weg, Gewicht wegnehme, drauf, weg, sieht man, wie sich die Farbe intensiviert oder auch wieder, je schwächer ich auf der Taste bin, desto schwächer wird auch die Farbe. So, einfach nochmal zum visuellen Feedback. So, ich möchte jetzt, je nachdem, wie stark ich hier drauf haue, mit der Velocity sagen wir mal, was möchte ich denn da? Vielleicht einfach an dem Filter ein bisschen rumschrauben. So. Also je stärker ich auf die Taste jetzt schlage, oder mal ganz stark, desto mehr geht der Filter auf. So, jetzt mache ich das noch so, dass ich den noch ein bisschen weiter runter drehe und den auch. Und so kann ich die noch weiter aufdrehen. So, so kann ich schon mal beim Spielen. So ein bisschen beeinflussen. Wie der Ton klingt, ohne dass ich an den Knöpfchen drehen muss. Das gleiche kann ich jetzt zum Beispiel bei Pressure machen, das heißt, wenn ich einen Ton halte, dass ich den Ton dann durch Nachdrücken der Taste noch zusätzlich verändern kann. Das machen wir jetzt mal ein bisschen drastisch. Und zwar
packen wir jetzt einfach mal ein bisschen Noise dazu. Ein bisschen Drive, und weil Drive lauter macht, machen wir hier dann so ein bisschen leise. Und was wir noch machen, wir packen ein bisschen mehr Unison dazu. Sonst mache ich aber in der Standardausführung Unison auf aus und mache hier mal irgendwie so 10 Voices dazu. Und den so. Das heißt, ich drücke jetzt eine Taste. Und wenn ich jetzt nachdrücke, ist ein bisschen ruhig, da machen wir ruhig mal ordentlich mehr. Und hier so richtig Noise und hier so richtig verstimmt. So. Vielleicht ein bisschen viel Noise. Und vielleicht war das mit dem leiser werden keine so tolle Idee. Na, ist schon hörbarer, vielleicht doch noch ein bisschen zu viel Noise drin. Und vielleicht noch unison, so richtig verstimmt und noch ein paar Stimmen dazu. Na, die Stimmen dazu, das gibt so ein Klackern, dann machen wir lieber die Stimmen gleich von vorne dazu. Und Unison das ins Extreme. Um es noch extremer zu machen, fahren wir hier die Sync rein. Das wird jetzt richtig extrem. Aber ich kann jetzt mit dem Druck könnte ich jetzt eine eigene Melodie spielen. Ja, und das geht natürlich auch bei einem Controller, der Release oder Tempo Messages schickt. Macht mein Controller leider nicht, aber ich hoffe, ihr habt das Prinzip verstanden. Und ja, vielleicht sehen wir uns bei dem nächsten Tutorial wieder. Ich würde mich freuen. Gebt mir ein bisschen Feedback, entweder in den Kommentaren hier oder auch gerne in meinem Blog. Da müsst ihr euch gar nicht anmelden. Ja, schreibt mir einfach, was ihr vielleicht noch wissen wollt, oder irgendwelche Kritik, oder vielleicht habt ihr noch zusätzliche Tipps, was man machen kann. Ich würde mich freuen und vielleicht ein paar andere auch, die das lesen. Macht's gut, habt einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.